Hey meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf die Kerl von meiner Schwester. Heute bin ich wieder da und ja, und zwar teste ich heute mal wieder ein Spiel. Und zwar ist das Spiel hier Robbery Bob. Und das teste ich mal. Das hier, da ist irgendwie so ein Räuber und so ein Hund. Und ja, dieses Spiel habe ich schon mal gespielt, aber ich wollte jetzt halt noch ein Video daraus machen und ja, los geht's. Und Leute, falls ihr TikTok habt, dann könnt, also falls ihr TikTok habt, dann könnt ihr es mir gerne hier unter dieses Video in den Kommentaren schreiben. Und vielleicht könnte ich mal ein Video machen, wo ich dann auf euch reagiere, also auf eure TikToks. Dann schreibt es mir in den Kommentaren und abonniert diesen Kanal und gebt diesem Video ganz viele Daumen nach oben. Dann mache ich das vielleicht auch. Los geht's. Tut mir leid, wenn das ein Speicherding ist. Ja. Mach die Musik jetzt ein bisschen leiser. Und wir fangen mal bei Nummer 1 an. Und hier ist auch die Nummer 1. Aber also Leute, als erstes zeigen die bei diesem Spiel, was eigentlich mit diesem Räuber Bob passiert ist. Und ja, zeige ich euch mal den Anfang. Er war im Gefängnis. Und jetzt zeigen die, was so passiert ist. Guckt es euch an. Er hat sich einen Plan, also hat so geschrieben. Dann ist hier jemand gekommen, hat ihm sowas gegeben, hat der es auch geschnitten. Ist rausgegangen und war glücklich. Und der wollte halt Geld. Ja, so, was, das ist alles passiert. Und jetzt fangen wir auch mal bei Nummer 1 an. Das ist jetzt die Nummer 1. Kein kleiner Gefallen. Kein kleiner Gefallen. Ich nehme es mal an. Okay. Okay. Dich aus dem Gefängnis zu holen, war kein kleiner Gefallen, Bub. Also ich heiße jetzt irgendwie Bob. Vielen Dank. Ich weiß, dass du schätzen, das habe ich nicht aus Mitleid getan, um es kurz zu machen. Du schuldest mir etwas. Und den Rest gucke ich mir sicher an. Und jetzt kann man sich irgendwie die Schatztruhe suchen. Und jetzt sofort rausgehen. Und schon habe ich es gewonnen. Das war ja jetzt nicht schwer. Und jetzt gehe ich mal weg. I woke up today, I feel good. Und das ist jetzt der zweite. Jetzt sieht das Haus ein bisschen anders aus. Ich soll wieder was holen. Und ja, los geht's. Aber Leute, wäre das kein Spiel? Im echten Leben lässt kein vernünftiger Mensch
eigentlich seine Haustür auf. Das würde ich auch nicht empfehlen, denn jemand könnte es klauen. Und die Sachen, die man hier im Spiel zeigt, die gehen eigentlich normalerweise im echten Leben. Die kann man so nicht machen. Weil wenn man jetzt sowas macht, was der Boki jetzt macht, dann würde man sofort verhaftet werden. Dann gibt es auch einen Anzeiger. Und das wollen wir nicht. Ja, bin ich jetzt auch schon zur nächsten Sache. Und ja, jetzt ist jetzt halt das nächste. Hier sind wir wieder. Bis jetzt war es ja eigentlich voll einfach. Und ja. Und jetzt ist hier sogar ein Mensch, also jemand drin. Also es wird ein bisschen schwer werden. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, dass der mich hier nicht erwischt. Was aber voll schwer sein wird. Ich muss jetzt ganz schnell rein. Schnell. Und ja. Die Schatztruhe habe ich jetzt. Und der darf mich nicht erwischen. Oh nein. Nein, er hat mich erwischt. Raus. Ja, Leute. Das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und mit euren Freunden zu teilen. Und schreibt in den Kommentaren, falls ihr einen TikTok-Account habt, dann oder Videos kennt, die lustig sind, denn darauf kann ich mal reagieren. Und falls ihr wollt, dass ich im zweiten Teil von diesem Spiel habe, dann gebt diesem Video auch einen Daumen nach oben und schreibt es unter dir das Video in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Video. Denn wir sind wirklich schon kurz vor den 200 Abonnenten, denn wir haben jetzt schon 166 und wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch die 200 Abonnenten schaffen können. Das war's mit dem Video. Tschüss.